Und da sind wir wieder bei, wie heißt das Spiel? Flockers? Irgend sowas. Auf alle Fälle sterben viele Schafe. Zweite Folge. Gut. Wir haben in der letzten Folge noch ein Bonuslevel freigeschaltet. Für alle, die es verpasst haben, in der Beschreibung ist die Playlist verlinkt. Wir schauen uns das Bonuslevel an, bevor wir zu diesem großen, bösen Ding gehen. Diese Maschine, diese tödliche, diese hässliche. Oh, ein schönes Land. Zur Abwechslung mal. Das sind sogenannte Freilandschafe, ne? Oh, wir haben unbegrenzt Sachen zum Bauen. Nice. Also, ich baue hier mal hoch. Achso, aber so viele haben wir gar nicht. Huch. Ne, warte mal. Das war jetzt nicht so clever. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich finde die Geräusche gut. Super. Beste Geräuschkulisse. Wir geben einfach ein paar Mal hier zack, zack. Du bist super scharf, du bist auch super scharf. Hier super scharf, sprungscharf. Du bist frei, du bist auch frei. Ihr seid alle frei. Muss man hier irgendwie noch... Ist das Holz? Muss ich das sprengen? Ich opfer mal ein Schaf, ja? Nein. Scheint nicht das zu sein, was ich... Ah, aber hier, das ist Holz. Jetzt mal bumm. Oh, hier sind noch ein paar Schäfchen. Das ist ein brutal, das Spiel. Oh, mal Schäfchen sprengen, wer kennt's nicht? Ach so, das ist zeitgebunden. Egal, wir waren gut. Ups. Bin ich jetzt raus? Achso, ja. Okay. Also, die große böse Maschine. Ich hab die Zeit gar nicht gesehen. Ich glaube, wir müssen diese Spalte überspringen. Aha. Ich hab die klügsten Schäfchen der Welt. Hm? Und das alle jetzt? Okay, so. Nee, warte, nicht alle. Das geht nicht mehr, oder? Das kann ich nicht mehr retten. Dass sie nach unten... Ah, da brauche ich so oder so nicht. Okay. Ah, das kann ich wieder wegnehmen mit der Kreistaste. Schön, dass ich das jetzt auch herausgefunden habe. Autsch. Sind wir hier in der Lage? Also, ich kann einen super scharf machen. Let's fly. Hui! Hä? Ach so, dann muss er unten durch. Jetzt klettert er hoch. Genau. Und jetzt sterben alle. Ah, nee. Die befreien ihre Kameraden. Nee, nicht in den Tod! Man kann gar nicht alle Schafe retten, oder? Nicht so nah. Aufpassen, aufpassen. Vorsichtig. 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 Hä? Aha, ich muss einen Superschaf wieder machen. Hier. Nein! Nein, 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 nein! Schneller, schneller, schneller! Rette sie! Und jetzt stirbt selber noch. Super. Alles klar. Nee, ist geil. Ist okay. Nicht da. Ich habe noch nie ein goldenes Schaf befreit hier. Kommt, mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Hier hoch. Müsst euch beeilen. Ah, warte mal.
Lass dich nicht zerquetschen. Ja, supi. Könnt ihr mal... Ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich kann gar nicht alles gleichzeitig machen. Ah, das geht schon. Die kommen an. Kann ich... Schaffen wir das hier? Wenn ich jetzt den unteren sprenge, befreien wir den oberen. Komm, go. Aber gar nicht nötig gewesen. Sind beide tot. Und hier auch gleich nochmal alle tot. Alles klar. Nee, ist cool. Das Schlimmste ist, dass die so süß sind. Und ich bin dafür verantwortlich, dass die Hälfte von ihnen stirbt. Ich hatte noch nie ein schwarzes Schaf. Unten links. Direkt unter meiner Cam. Oh oh. Oh. Er ballert sie. Muss das Headset richten? Hier. Optimale Schafzerstörung. Okay. Wir müssen sie sprengen, dann fallen sie hier runter, ne? Oh Gott. Nein! Ich kann sie nicht retten! Es tut mir so leid! Oh. Es ist Kollateralschaden, nennt man das. Nein, ich bin wieder. Ich muss warten, bis alle nachkommen. Diese armen Schafe, Mann. Tut mir so leid. Oh, warte, 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 warte. Nicht weiter, nicht weiter. Drei leben noch. Drei leben noch. Oh mein Gott. Nicht einfach hoch, nicht blind hoch. Okay, vier leben noch. Ich habe neue. Da unten liegen neue. Und ich habe ein viertes gekriegt irgendwie. Die haben sich gepaart. Ich habe zwei. Scheiße, Mann. Aha, das... beamt sie hoch irgendwie, ne? Und das beamt sie dann wieder runter. Ich muss sie unbedingt zu suchen. Super scharf machen lassen. Scheiß Ding, ey. Ja, wow. Was habt ihr betätigt? Ich habe ein ungutes Gefühl. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Das war jetzt suboptimal. Mir nur ein paar gestorben. Nee, nicht so viele. Ich mochte die so oder so nicht. Die haben meine Autorität in Frage gestellt. Ich habe 50% aller Schafe tot am Anfang schon. Oh nein, zwei Wege. What the fuck? Die können porten, wenn sie hier. Oder sterben die? Nö, die porten sich. Gut. Dann. Wohin des Weges porten die sich? Ah, die porten sich, die haben jetzt eine Endlosschleife hier. Okay. Wenn ich jetzt einem von denen einen Sprung gebe, geht er rüber. Da schnappt sich da drüben was. Oder? Hopp. Jawohl, es geht rüber. Ich glaube, die sind da in Sicherheit. Okay.
könnte das funktionieren tatsächlich. Und zwar indem, dass er... Oh Mann. Ja, wenn ich... Ich lasse sie hochspringen. Hochspringen und dann gehen sie rüber. Ne? Falsche Richtung, Jungs. Ich glaube, die werden... Something's wrong. Kann ich jetzt hier... Ich habe den Eindruck, da muss ich noch eins höher, sonst sterben wir die. Hopp, hopp. Wenn ich den jetzt löse, geht er drauf? Oh, nee. Wäre auch so gegangen. Okay. Ja, aber wie bringe ich die Schafe jetzt da raus? Nee, nicht in den Tod! Aha, da unten sind sie safe. Okay, aber ich will trotzdem noch die anderen freiholen. Die schaffen das schon auch noch. Wir lassen kein Schaf zurück. Tot oder lebendig. Was ist das für ein Knopf eigentlich? So. Ich glaube, das funktioniert. Was macht das Schaf da? Ja, der überlebt das schon. So, der geht jetzt rüber und dann hopst er hier hoch. Betätigt den Schalter. Ja, gleich sehen, ob es funktioniert oder nicht. Das ist eine Mine! Ich wusste das. Doch, doch, das wusste ich. Sind die jetzt frei? Die sind frei. Yay! Obwohl, warte mal, die sterben hier unten, oder? Muss ich für die noch was aufbauen? Kommt schon, Jungs. Kann ich die jetzt schon... Ich kann die theoretisch jetzt schon durchlassen, oder? Und... Nein, es sind ein paar gestorben. Egal, wir gehen weiter. Naja, wir haben noch ein paar zusätzlich gerettet. Immer das Positive sehen. Immer das Positive sehen. Wo kommen die raus? Ah, hier unten. Und die anderen da. Okay, die sind gechillt. Nein! Das war Hansi. Hansi ist tot. Da haben wir es. Der hat direkt wieder alle aufgespießt. So eine Sau. Also. Jetzt keine Fehler mehr. Wir haben nicht aufgepasst. Moment! Nein! Oh.
Ach so. Ja, und was bringt das jetzt? Geht jetzt irgendetwas irgendwo runter oder so? Sind die jetzt hier frei? Nö. Ah, aber die können hier hoch. Sind meine Schafe aktuell gerade in Sicherheit? Ja, oder? Ich glaube schon. Okay, das heißt... Das heißt, die hier wäre das super saf. Super saf. Und die donnern jetzt da oben hin. Okay. Also total gemütliche Musik im Hintergrund, ne? Aber hier werden Schafe abgeschlachtet. Als ob es Schweine wären oder so. Oder so ähnlich. Schneller, 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 Jungs. Sehr gut. Brauche ich den Eindruck, das Ding kommt gleich runter oder so? Ach so, der betätigt das auch. Was für ein wunderschönes Konstrukt. Okay. Nein! Nicht hoch, Jungs. Chillt mal. Okay, das Ding kommt jetzt runter. Ach so, funktioniert das. Und für was ist das jetzt? Betätigt der irgendwo irgendwas? Da betätigt irgendwas irgendwo. Ich weiß nicht was. Wir bringen zuerst mal alle Schafe in Sicherheit, bevor wir hier, ne? Wieder Schaflasagne machen. Einen leckeren Blätterteig. Blutig das Ganze. Okay, das ist der Großteil, der ist gerettet. Was ist jetzt, wenn ich das loslasse? What actually happened? Aha! Die Kreissägen, die gehen hoch und gehen runter. Das heißt, unter Umständen müssten wir nach Möglichkeit immer alles... betätigen. Nee, warte. Oh, scheiße. Bevor das Schaf stirbt, machen wir weiter. Es soll für immer hier leben. Rosa Blut. Kein Problem. Klingt lecker. So. Auch hier nochmal kurz zurück. So, würde ich sagen, das war's von der zweiten Folge. Auch hier, ihr dürft sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob mit Facecam angenehmer ist oder ob ihr sagt, nee, ohne Facecam finde ich besser, nur die Stimme zu hören. Sehr gerne in die Kommentare damit. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von einem blutigen Spiel. Ich freue mich drauf. Bis dann.